Also, jetzt letzte Modifikation. Jetzt kommen nämlich die Action Groups drauf, um, ja, um den Abbau zu starten. Und da würde ich mal sagen, eigentlich können wir gucken, dass wir. Ich habe noch so wenig Action Groups, ne? Was sind denn so Klassiker? Breaks ist nicht so gut. SAS könnte man ganz gut nehmen. Ja, SAS spricht. Ah, nee, das ist beim Fliegen dann scheiße nachher. GS Stage. Also, wir können zumindest mal auf RCS den Toggle machen, dass das Ding ausfährt und wieder einfährt. So. So viel zumindest dazu. So, jetzt kommt die Fuel Cell, kommt wieder ab. Und jetzt gucken wir mal. Also, ich denke mal. Container. Nee, ich habe da schon was Besseres eigentlich für. Ach, wo waren das drin? Das hatte ich mit auf meiner Minmus-Mission. Da ist er. Der AKI-L oder der AKI-S Storage Locker. Ich glaube, wir nehmen L, oder? Mal gucken, wie groß der ist. Tü-tü-tü-tü. Ah, guck mal, der sieht doch gut aus. Ich glaube, da kommt man dann ganz gut ran. Der ist jetzt aber falsch rum. Das kann ich nicht tun. Der muss schon richtig rum sein. So, guck mal. Wenn wir den hier hinpacken, haben wir hier so einen richtig schönen Safe quasi, indem wir Dinge lagern können. Ach, da können wir den kleinen nehmen. 1500. Meine Güte, da reicht der kleine locker aus. Der ist schön schmal, der stört nicht. Kann ich nicht mal das Upgrade für die Action Groups kaufen? Ja, theoretisch kann ich mir das irgendwann mal leisten. Mal gucken, wie viel das kostet. Das würde viele Sachen einfacher machen, zumindest. So, da ist unser Storage Locker. Da müsste man im Stehen auch ganz gut rankommen. Und wenn nicht, schwebt man halt mal kurz mit dem Jetpack hoch und da packen wir uns auf jeden Fall mal ein bisschen Werkzeug rein. Zack. Zack. Da können dann auch diese Connector-Ports mit rein, falls wir mal irgendwas miteinander verbinden müssen. So. Und was ich gelernt habe, was unglaublich hilft, ist für absolute Notfälle so ein, ah, ich schraube es nochmal ran und kaufe mir 3 Tage Essenssupply zu haben. So, ich glaube, so viel anderen Kram brauchen wir gar nicht erstmal. Wir können noch so ein paar Fuel-Kanister mitnehmen. So, einfach um den Platz zu nutzen. Aber im Großen und Ganzen sollte das eigentlich reichen. So, jetzt überlege ich gerade noch, können wir eigentlich schon hier hinten einen Docking-Port ranbauen, damit ich das Ding später an die Basis packen kann, wenn ich mal docken muss. So, dann kann ich nämlich rückwärts ansetzen und ein Docking-Manöver machen, um meinen Rover zu entladen oder sonst irgendwas. Muss ich nicht immer Connector-Ports verbinden. Gut, ich glaube, wir haben Strom. Wir haben meiner Meinung nach immer noch ein relativ gutes Center of Mass. Also auf das Gesamtraumschiff gesehen sieht es gar nicht schlecht aus. Jetzt müssen wir mal gucken, haben wir hier die Möglichkeit, wenn ich sie voll aufdrehe. Also jetzt sind sie 25%. Wenn ich sie voll aufdrehe, haben wir hier. Ah, ich kann nicht ganz abheben. Aber das müsste mit verbrennendem Treibstoff dann möglich sein. Ich will mal kurz gucken, wie sie es verhält. Ich will einen haben, der das mal testet. Das macht natürlich unser wahnsinniger Jebediah. Zack, zack. Zack. Oh Gott, hoffentlich lässt er das Ding nicht explodieren. Also wir machen jetzt mal einen kurzen Probestart, einfach um zu gucken, ob die Antriebe das mit ihrem Gimbal ausgleichen können, weil kleinere Abweichungen werden da sicherlich drin sein. Nur es sollte halt no passengers bitte, gut genug passen, dass wir irgendwie fliegen können. So.
Also, ich zünd mal die Triebwerke. So. Dann schauen wir mal. Ah, der Arsch kommt ziemlich hoch, ne? Der Arsch kommt ziemlich hoch. Das kann ich auch nicht ausgleichen. Thrust Limiter 80% hier hinten. Mal gucken. Ne, kommt immer noch rauf. Das wäre natürlich fatal. Ja, der ist kopflastig. Die Überlegung ist jetzt natürlich. Was können wir tun? Reicht uns das? Also kriegen wir es irgendwie ausgesteuert über die Engines? Oder muss ich tatsächlich hinten Gewicht noch ranbekommen? Ich befürchte, das läuft auf Gewicht hinaus. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen Treibstoff rausbrennen, bevor die irgendwo hochgeht, aber. So kann ich ihn halbwegs halten, aber schön ist noch nicht. Schön ist es noch nicht. Das heißt, da müssen wir noch mal ein bisschen an der Stabilität arbeiten. Da müssen wir ein wenig an der Stabilität arbeiten. Was meint ihr mit, sie sind nicht in die gleiche Richtung ausgerichtet? Ich glaube, die müssen einfach nur, um diese Sache zu machen, müssen die unterschiedlich gimbeln. Also ich glaube, die haben schon richtig gegimbelt. So, aber warum ist denn der... Eigentlich war ich relativ mittig vom Fahrzeug mit dem Center of Mass. Das wundert mich jetzt etwas. Zack. Ah, okay. Ja, die sind schon ein bisschen off. So, was ist denn später? Na, eigentlich ist uns später aber egal, weil dann fahre ich nur noch rum. Also wir kommen jetzt runter mit dem da. So. Was können wir hier tun? Das ist halt dieses komplette Modul. Also ich kann das nicht abkürzen. Punkt. So. Da kann ich nichts gegen tun. Ich kann aber hier hinten irgendwas dazwischen bauen. Um das Fahrzeug länger zu machen. So, das Ding wiegt 3,5 Tonnen. Das Teil da hinten... wiegt 1,0 Tonnen. Das heißt, wir können da mal mit gutem Gewissen... Eigentlich können wir das große Teil nehmen, ne? Zack, 2 Tonnen. Damit kommen wir der Sache ehrlich gesagt deutlich näher als mit dem Ding hier. Wenn ihr mich so fragt. Und dann nehmen wir nämlich einfach die ganzen Sachen hier ab. Und das da wieder weg. Zack. Und jetzt ist nämlich Center of Thrust exakt zwischen beiden Antrieben und nicht mehr verschoben. In der Theorie. In der absoluten Theorie sollte das dann funktionieren. Schauen wir mal. Warum ist er immer in die falsche Richtung? Irgendwie muss er sich doch auch so drehen. Wie ist dieses Rad gerade? So. Du willst da dran sein. Ja, okay, du willst scheinbar da dran sein. Das ist auch okay für mich. So, zack. Und jetzt willst du da dran sein. Zack. So. So, 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 so. Jetzt haben wir natürlich keine echt gute Testmöglichkeit mehr. Relativ viel Gewicht hinten.
Wow. Ah ja, das erklärt auch, warum das so schwer ist. Na? Klick, 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 klick. Meine Güte, da muss doch irgendwann auch mal Gips umkommen, oder? Ah, sehr schön. Guck mal, und so, wenn das jetzt leer ist und wir kommen ja im Anflug leer rein, okay? Also später mit Gypsum fahren wir. Der Plan ist nicht mehr dann groß rumzufliegen, weil wir das ja rund um die Basis einsammeln. Wir kommen mit einem leeren Tank rein. Jetzt passt das von der Länge relativ gut. Wir haben das Center of Thrust relativ mittig zwischen dem Fahrzeug und das Center of Mass. Auch so um und bei. Das heißt, wir können es jetzt gleich nochmal testen, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass das jetzt ein bisschen stabiler aussieht. Und der Flying Pig 75 hat ein Follow dagelassen. Danke fürs Follow und willkommen bei den Körbonauten. Und wir testen das jetzt nochmal. Ob meine wilden Theorien, ob das jetzt stabil ist, tatsächlich funktionieren. Und Lehanich hat auch noch ein Follow da gelassen. So, damit ist das, glaube ich, Follower-Ziel auch schon wieder durch. Und wir testen jetzt einmal, ob das funktioniert. Kitty, ich lese deine Kommentare schon, aber im Idealfall sollte das so ausbalanciert sein, dass ich den Thrust nirgendwo verringern muss, weil Thrust-Verringerung bedeutet geringerer Spritverbrauch, bedeutet ungleicher Spritverbrauch, bedeutet das Ding wird im Zuge des Fluges noch viel instabiler werden, was eine ziemliche Gefahr in sich trägt, weil dann denkst du am Anfang so, alles ist cool und dann gehst du in den Suicide Burn und plötzlich let's do a flip und alle sterben. So, also jetzt nochmal gucken, wie es aussieht. Wir haben, ja gut, vielleicht sollten wir die hier auch mal einziehen, das wäre wahrscheinlich ziemlich hilfreich. Schwupp, damit man gerade steht und nicht direkt irgendwo hinfliegt. Und ich nehme den schon mal raus. Schub an. Und wir gucken mal, was passiert. Erstmal wahrscheinlich noch gar nichts, weil wir erstmal Treibstoff verbrennen müssen. Aber ich kann ihn jetzt. Jetzt sieht's gut aus. Guck mal jetzt. Sieht das so aus, als ob ich ihn immer noch nicht unten halten kann. Warum, warum, warum? Warum ist der so nasenlastig? Ja, der Gipsum-Container ist leer. Aber ich weiß noch nicht, warum er trotzdem so über die Nase geht. Eine Tonne zum Cockpit. Aber ich hatte gehofft, dass das sich so ein bisschen ausgleichen lässt. Ja, gut, jetzt ist erstmal Sprit alle. Wir sind noch nicht ganz da. Wir sind noch nicht ganz da. Irgendwie müssen wir ihm noch ein bisschen beibringen, das auszubalancieren. Jona gelesen, aber ich würde es gern eigentlich, ich würde gern wirklich so stabil sein, dass ich auch so ein leichtes Schweben, vielleicht mit einem leichten Drift oder sowas hinbekomme, aber ohne komplett abzutüdeln. Also das sieht eigentlich relativ gut aus. Center of Trust ist fast perfekt in der Mitte. Könnten jetzt natürlich ein bisschen Gypsum reinpacken, aber selbst der kleinste Gypsumanteil versaut uns das schon relativ stark. Was könnte man da noch tun?
Logistics. So, jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwie Stone Pack. Nö. 1,225. Der halbe Tank wird aber relativ länglich dann, ne? Wir müssen halt auch noch aufpassen, dass wir nachher noch genug Delta V haben, um das Ding anzulanden. Also, was sagt der Mond? 640 Delta V sollte man schon haben. 759 ist mittlerweile schon im Bereich von langsam wird's knapp, langsam wird's ekelhaft knapp. Müssen wir echt aufpassen. So, du sollst nicht Extended starten. Dankeschön. Was machen wir da jetzt vor lauter Elend? Theoretisch wäre es natürlich schön, sagen zu können, wir nehmen einfach. Hey, warum nicht einfach Tanks? Wenn Sprit unser Problem ist, warum nicht einfach Tanks? Coupling. Pass mal auf. Was wäre denn, wenn wir einfach für die Landung. Zip. Und danke auch für dieses Follow. Wenn wir für die Landung das hier tun, wir packen hier so leicht nach hinten versetzt Tanks ran. Die schieben wir auf eine Position, dass wir relativ gut arbeiten können. So. Enable Crossfeed. Ja, das müssen wir natürlich noch nach oben schieben. Ah, wonderful. Guck mal, da sind wir bei 1300 Delta V. Und jetzt müssen wir die Jungs natürlich nur noch ein bisschen in eine Richtung bringen. Ja, das stimmt schon. Das wird zum Schluss natürlich wieder instabil. Okay, nee, das ist auch nicht die richtige Antwort. Das ist. Was können wir tun, um die Kiste stabil zu halten? Was ist da drin? Ist da Monopropellant drin? Nö. Wir könnten. Ja, ich weiß, ich habe einen halben Tank vom Rover. Wir könnten den halben Tank dazwischen klatschen. Oder wir könnten. Wir könnten, weiß ich nicht. Zack. Zack, so, zack. Das versetzt uns jetzt natürlich in ein ganz großes Problem mit. Vielleicht gehen wir einfach in die Richtung. Gefühlt war Gypsum ziemlich weit hinten. Ja. So, jetzt sind wir raw. Mit viel gutem Willen. Danke, Lost Buddy, für das Follow und willkommen bei den Kommandanten und ich weiß es nicht. Das wird mir ehrlich gesagt alles schon wieder viel zu groß, ne? Ich meine, das Ding wiegt jetzt geschmeidige 21 Tonnen mittlerweile und hat noch eine Delta V von 716. Ja, aber wenn ich hier jetzt wieder Fuel reinmache, dann habe ich natürlich wieder das Problem, dass der sehr arschlastig beginnt. Und dann zunehmend kopflastig wird, je mehr Fuel ich verbrenne, oder? Ja. Ich glaube, es ist das gleiche Problem dann immer noch. Ich überleg echt gerade, ob wir nicht einfach gucken, dass uns. Was habe ich denn an Control Trustern? Was wäre denn, wenn wir sagen. Huch. Wir nehmen uns hier. Monopropellant mit und missbrauchen die Truster Blocks hier, um uns stabil zu halten.
Wahrscheinlich brauchen wir auch nicht ganz so viel Monopropellant, sodass wir das sauber einpendeln können. Ja. Ein bisschen mehr. Ein bisschen arschlastiger werden ist ja wahrscheinlich gar nicht schlimm, weil wir hatten ja das Problem gerade, dass das nicht funktioniert hat. So. Und machen von denen hier noch. Wow. Hier so irgendwie. Da sieht nicht schön aus. Schon hier irgendwo hinpacken. In der Hoffnung, dass die uns halbwegs stabil halten. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Genervt, danke für dein Abo und ja, viel Spaß beim Zuschauen. Passt das? Jetzt sind wir natürlich Kerbin-mäßig mit Atmospheric Delta V. Ziemlich weit unten. Und können das nur sehr schwerlich testen. Das Problem ist, einen zweiten Engine mit dazu macht es halt auch wieder unrealistisch, weil wir das komplette Ding verwerfen. Was sagt denn die Moon? Moon Delta V 6 an 10 ist zu wenig. Das können wir so nicht machen. Es ist einfach zu wenig. Ist einfach zu wenig. Also das ist auch... Wir kriegen zu viel Gewicht rein für die Landung. Wir müssen uns irgendwie was anderes überlegen. Wie wir die Kisten hier... Wie kriegen wir die stabil? Oben Tank of Center of Trust. Ja, warum nicht? Also man kann das zumindest probieren. Man kann das zumindest probieren, aber auch das wird uns wieder... Na gut, das bringt uns ein bisschen Delta V, wenn wir es schlau anstellen. So, Center of Trust hierhin. So, dann wollen wir zwei davon. Zack. Also ich mache das mit Absicht so leicht abgeschrägt, damit wir sie wegsprengen können dann. So. Gut. Damit haben wir das. Dann müssen wir einmal Crossfeed einschalten. Wahnsinn. Damit haben wir auf jeden Fall genug Delta V. Und jetzt... Wisst ihr was? Wir cheaten uns jetzt einfach die Stabilität hin. Na, cheaten. Cheaten klingt jetzt auch wieder irgendwie falsch, aber wer sagt denn, dass wir hier nicht einfach Reaction Wheels mit anbauen? Na. Beidseitig bitte. Danke. Na gut. Wer sagt denn, dass wir nicht sowas machen können? Dann hätten wir Zusatzfuel für den Abstieg. Also wir hätten erstmal 1300 Delta V. Das wäre schon mal deutlich entspannter. Wir würden über 4 Reaction Wheels relativ gut unterstützen können mit dem, wir drehen uns. Wir haben die Tanks mittig auf dem Center of Mars liegen. Ich glaube, Rover Fuel Container, gibt es da einen Fuel Container? Aber den kann ich nicht wegsprengen. Ich würde das Ding gerne auch wieder loswerden, um genau nachher nicht mit so einem Monster rumfahren. Weil jetzt sind wir wieder auf der normalen Länge. Das passt. Und damit müsste man eigentlich ganz gut landen können, sagt die Theorie. Sagt die Theorie. Im VTOL-Verfahren. Tudum. Apropos im VTOL-Verfahren, ich brauche unbedingt so ein Junior-Docking-Port hier dazwischen. Damit ich nachher steuern kann im Abstieg. Sonst werde ich wahnsinnig. So. Der ist nicht zum Docken, falls sich jemand wundert. Das ist nur, damit ich Control from hier sagen kann, wenn ich mal fliegen muss. So. Ganz ehrlich. Das reicht.
Testen, testen, ihr immer mit eurem Testen. Ihr wollt alles viel zu viel testen. Das Problem ist, dass die Aussage, gelinde gesagt, schwierig ist. Wir können das probieren. Aber ich sage euch jetzt schon mal, das wird sich nicht exakt genauso verhalten, ne? Mit einem zusätzlichen Engine dran. Ach ne, den können wir gleich mal kopieren. Zack. Das wird sich nicht exakt genauso verhalten. So, jetzt haben wir hier Kerbin, Atmospheric. Bum. Hä? vielleicht machen wir auch einfach mal alle an. Wollte schon sagen, irgendwie. 106, okay, damit können wir prinzipiell fliegen. Wie gesagt, das wird nicht der Rover, ne? Das ist jetzt wirklich nur zum Testen. Das ist wirklich nur zum Testen, genau. Oh Gott, Jebediah, armer Kerl. Ja, viel Spaß. Wir probieren das jetzt mal. Mal gucken, ob der sich stabil halten kann. Wie gesagt, das ist natürlich auch nicht ganz repräsentativ für, wir machen das nur mit einem Antrieb jeweils auf jeder Seite. Aber es ist zumindest mal ein Versuch wert. Ob sich das Ding halten kann. Und ob die Steuerung soweit funktioniert. Weil wenn wir es hier im langsamen Flug zumindest mal halbwegs schaffen, es schweben zu lassen, dann sollte das kein Problem sein. Schwupp, so, dann haben wir nämlich hier auch ein bisschen Kontrolle. So, Antrieb auf 0, Triebwerke gezündet. Also, gucken, ob das sauber klappt vom Verbrauch her. Jawohl. So, und jetzt schauen wir mal, was passiert. Oh, man kann fliegen. Jawohl, sieht schon ganz anders aus. Jetzt muss ich es natürlich auch irgendwie wieder landen. Ich liebe mein Leben. Warum habe ich das getan? Warum? Bitte lande vernünftig. Oh, Gott sei Dank. okay, ne? Lassen wir als Test ganz normal gelten. Das werten wir als gut genug. Das war wieder schön. Aber es fliegt. Doof war, dass die Dinger hier gar nicht benutzt worden sind. Da muss ich gleich nochmal gucken. Hatte ich das Crossfeed Fuel vergessen oder sowas? Oder die Fuel Priority? Eins von beiden ging nicht so direkt, wie es sollte. Auf jeden Fall kann man so fliegen. Und wenn ich das jetzt so... Ich hoffe einfach mal, mit zwei Engines und 25% Schub wirken natürlich die Reaction Wheels noch stärker. Das heißt, das sollte dann eigentlich passen, dass wir das stabil halten können. So. Gut. Alles klar. Also, jetzt einmal hier gucken, warum habt ihr keinen Treibstoff verbraucht? Fuel Priority plus minus 0, Fuel Priority 10. Ja gut, ihr solltet natürlich schon irgendwie die gleiche Priority haben, damit ihr auch Fuel rausgibt. So, das weg. Danke, liebes Leck. Also, einer davon reicht natürlich, damit wir nicht so ein Riesengefährt haben. Gleiches Spiel hier nochmal. Zack, also. Wir gehen jetzt mal davon aus, nach diesem Test, dass das klappt. Und jetzt specken wir die Triebwerke natürlich richtig für den Mond. Also, wir zünden natürlich die Triebwerke zuerst und benutzen diese Tanks mit. So, wir hatten vorhin 25% als Ausgangswert. Jetzt gucken wir mal, ob das mit dem angepassten Gewicht immer noch alles okay ist. Solange wir über einer 4er Trustworthy Ratio sind, bin ich ganz zufrieden. Ne, wir haben jetzt 309, das heißt, wir gehen mal ein bisschen hoch. Ich sag mal so auf 30, mal gucken, ob das schon reicht. Noch nicht ganz. Dann gehen wir auf 40% hoch. Also 40% Leistung der Triebwerke sollte uns auf dem Mond dann locker flockig reichen. Dass wir... Ah, ist schwer zu viel. Dann kommt, lass uns auf 30 gehen durch den Spritverbrauch. Kriegen wir dann die Thrust-Weight-Ratio schnell genug hoch. Also wir sind ja dann schon relativ nah an der 4 dran.